Ich freue mich auf dieses Video. Herzlich willkommen. Ein großes, großes Dankeschön an alle. Ihr habt unglaubliche Kommentare geschrieben, Impulse gegeben. Ihr wart sehr reflektierend wegen meinem gestrigen Video. Und ich habe das Gefühl, dass ihr mir genauso eine Stütze seid, wie ich vielleicht für manche von euch da sein darf. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Ein herzliches Willkommen zu dieser Vorschau März 2023. 24? Ich muss über die Daten schauen. Wir hatten gestern Vollmond jetzt hier im Februar 24 und jetzt, das ist die Vorschau März 24. Ich lebe halt schon sehr, sehr zeitlos. Und habe jetzt gerade noch was aufgeschrieben und dann legen wir gleich los. Wo ist es jetzt? Oh, Scheibe. Moment. Hier habe ich es. Also ich habe schon die Vorankündigung gemacht. Wir hatten einen riesen... Also wir? Wieso rede ich von wir? Es kamen sehr, sehr viele Impulse rein für den März. Und ich habe da eine riesen Liste geschrieben mit Visionen. Da können wir uns wirklich drauf freuen. Und auch mit Anweisungen. Also ich habe auch viele in diesem Video... Natürlich auf freiwillige Basis Lichtimpulse, Anweisungen, Aufgaben in Anführungszeichen, wenn du das möchtest, wo du aber bereits ab heute natürlich schon anfangen kannst, bis in den März hinein. Und noch ganz kurze Info, habe ich vorher geschrieben. Meine Videos sind wie das Wetter. Mal sonnig, warm, wärmend, mal regnerisch, tränennass, mal... bewölkt, mal böig. Tendenziell wird es aber immer wärmer, sonnig und heller, wie der Klimawandel. Es gibt immer mehr Offene, auch in der sogenannten spirituellen, ganzheitlichen Szene, die über ihre persönlichen Sachen reden. Aber die meisten geben einfach Impulse nach außen, ohne groß über sich selber zu reden. Und dann fühlt es sich an, wie wenn sie immer nur einen Teil von sich zeigen. Und der Grund, warum ich meine Sachen mit dir teile, ist, dass ich dir zeigen möchte, dass ich bin das Leben. Und das ist das Leben. Und das ist einfach ehrlich. Und ich freue mich über jeden, wo es immer nur so ist. Und diese Sehnsucht habe ich auch, diese Ruhe. Wir sind hier auf der Erde. Wir sind in einem... halb getrennten Körper, im Sinne von, sonst wären wir ja androgyn. Also wir sind ein Mann oder eine Frau meistens, oder? Das heißt, es ist eine gewisse Trennung da. Wir sind auf eine gewisse Art, versuchen wir, uns zu ergänzen, uns ganz zu machen, uns wieder in das große Runde, in das Sein zu bringen. Aber das ist auch das Spannende. Und ich hatte heute Morgen schon wieder neue Einblicke und Impulse, was wirklich Seele sein könnte und auch Mensch ist. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. So, jetzt kommen wir auf den März. Und ich lese jetzt mal kurz durch, was ich hier geschrieben habe. Und wenn ich noch einen Impuls bekomme, auch sonst noch in die Energie hineinzugehen, dann mache ich das noch. Ich freue mich einfach, dass du da bist und ich freue mich, dass wir uns gegenseitig begleiten. Schon seit 2019 oder länger. Also, März 2024. Aufgaben auch für ein autonomes Leben. Es ist ein Aufruf. Es ist ein Aufruf, in die Freiheit zu gehen. Das kommt jetzt noch frisch rein. Weil wir uns immer mehr erhöhen von der Energie her, kommt immer mehr Licht natürlich in unseren Körper hinein, welche natürlich auch Reinigungsprozesse auslöst, wie bei mir jetzt auch gerade oder auch bei dir. Aber es ist wirklich ein Aufruf, die innere Freiheit repräsentiert die äußere Freiheit. Das heißt, desto mehr du dich von deinen inneren
Glaubenssätzen, Blockaden, Gedankenmustern befreist, desto mehr überträgt sich das auch auf das physische Leben in dir. Und das ist kein freiwillig, du wirst dann diese Freiheit in dein Leben übertragen. Und dafür ist der März prädestiniert dafür. Was meine ich mit Freiheit? In die Unabhängigkeit. Nicht nur beruflich, sondern auch da komme ich auch gleich dazu, eigene Produkte herzustellen. Die Freiheit von der Industrie, auch von der Pharma, komme ich vielleicht auch noch persönlich drauf, weil jemand hat mir einen super Tipp gegeben. Ich sage es jetzt, weil sonst vergesse ich es. Kolloidales Silber wegen dem Auge. Ich stelle ja selber auch das kolloidale Silber seit Jahren her, werde ich ab heute machen. Und die Freiheit überträgt sich also auch auf das physische Leben, dass wir unsere Kleider wieder anfangen zu nähen. Ich habe gestern auch ein Gespräch gehabt mit jemand und die Tochter von demjenigen hat ihm die Hosen genäht. Und das waren ganz coole Pluderhosen. Ich liebe die. Der Seum, ein Freund von mir, den kennt ihr sicher, den Musiker, trägt auch solche Kleider. Also die Kleider werden wieder selber gemacht. Das Essen wird immer reiner. Ich bin draußen gewesen und ich bin jetzt gerade voll in die Energie, darum bleibe ich jetzt da drin. Ich war jetzt mit dem Velo, ja, ich fahre auch wieder Velo, es geht wegen dem Knie, und habe jetzt frische Knospen vom Weißdorn genommen. Die sind so munzig klein. Und das geht auch in das autonome Leben, was jetzt spezifisch mit dem Frühlingserwachen des März jetzt wirklich nach vorne geschoben wird. Ich habe jetzt ziemlich much Energie, wie du merkst. Knospen zu essen draußen. Informiere dich über den YouTube-Kanal Thomas, wie heißt der? Timo G. Timo G. Genau. Er ist ein super Lichtarbeiter für die Pflanzenwelt. Da siehst du, welche Knospen du jetzt essen kannst. Ich esse aktuell Lindenblütenknospen. Die sind ganz klein, nur eins, zwei. Und ich bedanke mich dann beim Baum. Ich esse Weißdorn. Seit heute habe ich gegessen. Die waren so munzig. Aber die haben Energy. Du isst die und es macht Boom im Körper. Dann esse ich auch momentan auch die Brennnessel, nicht Brennnessel, die Brombeer, Strauchknospen. Und alle Bäume, die jetzt am Kommen sind, also aus dem Lindenbaum, eine Linde oder Ahorn oder was auch immer, esse jetzt schon die Knospen davor. Da ist die ganze Power, die ganze Energie, das ist wie eine homöopathische Dosis, das ist so minzig. Kalorienmäßig völlig bringt nichts, aber die Information, die dort enthalten ist, ist so gigantisch, dass du deinem Körper einen riesigen Energiepaketschub mit dieser Lebenskraft der Natur gibst. Ich komme gar nicht dazu, die Servietten zu lesen. Das autonome Leben wird im März so extrem vorangetrieben, und zwar dieses Jahr. Und ich höre auch noch nächstes Jahr, aber hauptsächlich diesen Frühling hier. Und das autonome Leben, nochmals erklärt, es geht darum, die äußere Freiheit, die Unabhängigkeit von Konzernen etc., wo es darum geht, Geld zu machen, von dem wegzukommen und dorthin zu gelangen, dass du zu denjenigen kommst, die dir die Kleider persönlich wieder schneidern. Und zwar aus der Herzenergie heraus. Und als Ausgleich gibt es vielleicht nicht mal das Tauschmittel Geld, sondern, das steht hier auch irgendwo drauf, aber es kommt jetzt gerade so, als Tauschmittel wird immer mehr, und das ist kein Rückschritt, wird immer mehr ein Tauschhandel betrieben, nicht ein Handel, ein Tausch, ein Ausgleichstausch. Jemand näht dir eine Hose und du bekommst dafür die Äpfel von ihrem Hof. Wisst ihr, wie viel Energie in einem solchen energetisch lichtvollen Tausch stattfindet? Ich mache diese YouTube-Videos. Okay, die Werbung läuft noch, das stimmt.
Aber die YouTube-Videos sind für dich frei, um anzuschauen. Und der Austausch, der von dir kommt. Jemand hat mir jetzt auch wieder Heilbehandlungen etc. angeboten. Dieser Energieausgleich ist so lichtvoll. Und das ist kein Rückschritt ins Mittelalter, als man noch kein Geld hatte, sondern es ist ein bewusster Energieausgleich. Nütze diesen Frühling, dass du auch Kosmetika, auch selber dir Gesundheitssachen herstellst. Ich zeige dir jetzt, ich kann noch nicht schauen zu dir rein, weil ich bin noch voll in der Energie. Das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Bio-Kokosöl. Und ich nehme da ein bisschen Kokosöl. Ich zeige dir jetzt einfach mal, anstatt diese hormonellen Creme zu nehmen, die meisten sind ja eh schon auf Naturkosmetik. Und dann nehme ich zum Beispiel etwas Shea-Butter, weil ich noch eine recht trockene Haut habe. Und das benütze ich dann und dann mit einem ätherischen Tropfen Kokosöl zum Beispiel ins Gesicht. Mache ich jetzt nicht, weil sonst glänze ich die Bude voll. In die Haare. Ha? Und der ganze Body-Dingsbums. Okay, das ist das Erste. Du kannst mit Trägerölen, also ich habe hier zum Beispiel Mandelöl aus der Drogerie gekauft. Kannst du mit einem Tropfen gutem ätherischen Öl, Lavendel oder Rosen oder was dir gerade, Orangenblüten, in ein neues Fläschchen hineingeben? Ich habe jetzt keins mehr, ich habe es nämlich gerade verschenkt. Und dann, meine Tochter hat es jetzt gerade, aber dann hat sie da kommt nur so ein Tropfen raus und das hier so reingegeben und dann duftest du und die Dufte, die ätherischen Öle habe ich kennengelernt durch die Sarah aus der Wellness-Finca in Mallorca. Und seitdem habe ich jetzt ungefähr 5 oder 6 Öle. Diese Öle benutze ich für die Haut, eben so ein ganz kleines Tröpfchen, oder für meine Duftlampe, um den Raum zu beduften, oder für meine eigene Kosmetika. Das ist auch ein Teil, in die Freiheit zu kommen. Das ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Für Männer ist zum Beispiel ganz, ganz lecker, zum Beispiel alles, was irgendwie mit Nadeln zu tun hat. Nee, nicht Nadeln, wie heißen die? Diese Nadelbäume, ich habe es jetzt vergessen. Das Herbe, da ein Tropfen in der Kosmetika für deine Gesichtspflege, für deine Haarpflege, für deine Haut, was auch immer du möchtest. Das riecht so lecker und der Duft bleibt sehr, sehr lange. So, okay, habe ich jetzt. Ganz wichtiger Impuls für mich jetzt. Die Energie im März ist wunderschön und heilend. Und ihr spürt jetzt die Energie von mir, verglichen mit dem gestrigen Video. Heute scheint die Sonne. Guck mal, Sonne. Ziehe mir nachher die Barfußschuhe an und dann laufe ich natürlich im Ballengang. Gehe ich dann wieder laufen. Die Energie fühlt sich sehr, sehr belebend an, was natürlich auch logisch ist, weil es ist die Frühlingsenergie. Also höre auch mal bewusst die Vögelein pfeifen und einfach mal nicht denken. März. Okay, was haben wir noch? Wie ein Tropfen verschmilzt du im Ozean der Liebe, des puren Seins, des zeitlosen Seins. Es gibt immer weniger Trennung oder keine Trennung mehr. Durch dieses Einheitsgefühl, dieses Autonome zu sein, dieses Verschmelzen mit Menschen, die aus der Herzen Produkte herstellen oder das nachher tauschen. Oder wenn du deine eigene Kosmetika herstellst. Oder wenn du Workouts machst, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen. Wir können aber auch diese Maschinen zwar auch vielleicht auch zu Hause haben, wenn es möglich ist. Das geht schon. Aber ich bin ein Fan von Eigenkörpertraining. Dann gibt es auch viel weniger Überlastung, man spürt sich viel mehr. Zum Beispiel auch Tai Chi etc. Viel Information.
Und das stellt ein pures Gegengewicht dar zu dem, was sonst auf der Welt läuft. Wir wissen, du bist das Licht, wenn du das sein möchtest, das sind wir ja alle. Aber lebe es auch. Und dann hilfst du wirklich in diesem Prozess. Und hilf mir nachher daran zu denken, dass ich euch noch sage, etwas wegen dem Auge, was mir noch eingefallen ist. Eben, tauschen, Geld ist neutral, es ist ein Tauschmittel. Was kannst du tauschen? Lebensmittel, Produkte, Gemachtes, finde Freude dran, pures Geben. Dies fördert die Unabhängigkeit von dir. Du weißt ja, alles, was du gibst, kommt mannigfach zurück. Aber darum tust du es nicht, sondern aus der inneren Freude heraus. Die Unabhängigkeit von dir, beispielsweise wie das autonome Leben, nimmt immer mehr zu. Stromunabhängig zu sein, wie mit Solar. Da gibt es auch diese Beispiele. Moment, ich habe noch was. Es gibt ja immer mehr Leute, die ein Haus haben, die im Privatbesitz Solar drauf haben und dann ein Elektroauto. Und dieses Elektroauto wird durch den Strom betrieben, also aufgeladen vom Dach. Das ist schon ein Zirkel. Und da geht es ganz, ganz extrem die nächsten Jahre hin. Ja, ich habe noch was gelesen wegen Cyberattacken gestern. Das war auch noch spannend. Das war jetzt super interessant. Leute, wisst ihr, was jetzt gerade passiert ist? Ich sage das Wort Cyberattacken und mein Handy stellt ab. Keine Energie da reingeben. Energie in die positiven Sachen. So, was haben wir noch? Das Ganze. Was bewirkt jetzt das, die Tendenz für März? Das bewirkt ein enormes Freiheitsgefühl in uns und das ist abgestimmt auf die innere Freiheit, die wir ja in uns haben. So, jetzt sind wir dann bald durch. Ich glaube, wir haben es jetzt schon. Eben, Frühling ist prädestiniert. Habe ich alles schon erzählt? Wow. Da habe ich noch was geschrieben. Es ist so einfach und das ist die neue Energie eines erhöhten Bewusstseins, die Unabhängigkeit und die Freiheit. Daran erkennst du auch die Entwicklung von jemandem oder du kannst dich selber sozusagen schauen, wo du gerade stehst für den Verstand. Desto freier du dich innen fühlst und du das Bedürfnis hast, das in das Äußere auch zu bringen, immer weniger in die Abhängigkeit zu kommen, da siehst du auch, wo dein Level ist, weil im Einssein oder das Bewusstsein oder das Wesen, was wir sind, das ist einfach so nicht beschränkt, nicht unfrei, sondern eben, es ist frei, es ist unendlich, es ist weit. Aber da habe ich auch irgendwas gemacht. Es kam ein Bild von diesem runden Etwas. Moment. Ja, das betrifft aber die Ängste, aber das ist ein neues Video. Gut, ich glaube, ich habe es jetzt. Also, der März, als Abschluss, der März lädt dich ein, immer freier zu leben. Dadurch werden die Ressourcen der Erde geschützt und wir brauchen weniger das Tauschmittel Geld auch. Eben nochmals, Geld ist nicht negativ. Es ist wie ein Messer. Du bringst jemanden um oder schneidest einen Apfel. Geld ist neutral. Nur die meisten benutzen das Geld und darum ist auch die Schwingung des Geldes teils etwas behaftet, weil die meisten das nicht mehr als aus der Liebe betrachtend benutzen oder handeln damit, sondern um sich selber zu bereichern. Immer wenn wir uns selber bereichern, ist das, was wir benutzen, abschwingend. Das heißt, auch wenn jemand Häuser baut, weil er sich bereichern möchte oder eine Schuhmarke kreiert, dann ist das Produkt energieabschwingend. Tut es jemand aus dem Herzen, weil er den Menschen eine Freude machen möchte und nicht primär oder jemand Gesundheit bringen möchte, dann ist das, was er sie anbietet, hochschwingend. Ganz einfach. Und darum ist es so wichtig, es geht nicht nur darum, dich in die Freiheit zu bringen, das kommt jetzt auch noch rein, es geht auch darum, die Energiefrequenz der Erde anzuheben. Durch dieses autonome Leben
nährst du das Feld um die Erde herum mit diesen Informationen. Es ist ein hochschwingendes Nähren, das auch andere dann dazu einlädt, dort wie auch einzusteigen. Wenn jemand, eine sogenannte Vorreiter, das ist immer so eine energetische Schneckenspur, wenn irgendjemand mal etwas macht, dann gräbt er eine energetische Spur. Und der Nächste, der kommt, der vielleicht so offen ist, aber noch nicht weiß, was er machen möchte oder was er soll, der rutscht, der kann leicht in diese energetische Spur, die von dir gegraben wurde oder von unseren Vorgängern, und dann das dann machen. Wie mit den Bioprodukten. Ich habe das schon mal erzählt, vor 20 Jahren, als ich mit den Bioprodukten angefangen habe zu kaufen und alle gesagt haben, ja, aber die bescheißen, Entschuldigung, die betrügen auch und das ist nicht alles ungespritzt, und mir war das bewusst, dass es nicht perfekt ist, nur ich habe da ein Zeichen gesetzt und habe darin investiert. Und guck mal, wo die Bioprodukte jetzt stehen. Ich liebe dich. Danke fürs Zusehen. Ah, und wegen dem Auge, ich habe was gehabt, was ich nicht sehen wollte. Wahrscheinlich ist es wegen dem ausgelöst worden. Ich war etwas verurteilend, als ich die letzte Zeit unterwegs war und konnte vieles, was ich höre oder sehe, nicht neutral betrachten und habe ziemlich schubladisiert. Also es ist so, ich bin manchmal so, ich sage jetzt mal, hochschwingend, dann ist alles Liebe, Freude, Eierkuchen und ich strahle nur Liebe aus und ich sehe nur Liebe, weil ich dann Liebe bin. Und dann gibt es Tage, wo ich aus irgendeinem Grund etwas halt nicht so ist. Ja, kommt auch Angriffe halt aus dem Feld halt von den anderen und die versuchen dann die Schwingung wieder runterzubringen und manchmal gelingt es halt, weil ich mich darauf einlasse. Und dann war ich schon etwas, ich habe dann die Nasen vorn von jemand, die Kleider, wie jemand gelaufen ist, habe ich gemerkt, dass ich da am Beurteilen bin. Und das war nicht schön. Und ich habe mir so gewünscht, ich wünsche mir wieder alles zu lieben. Aber ihr seht, ich bin genauso auf dem Wege wie du. Ich bin nicht weiter, ich bin nicht weniger weit. Ich bin der Weg. Danke fürs Zusehen. Danke für eure Kommentare. Und wenn ihr mögt, schreibt gerne hinein, was du anbietest an Produkten, Dienstleistungen, was du so tauscht mit, was ihr so für Tendenzen habt. Das ist immer eine Inspiration auch für die anderen Leser. Danke.